und Herren, ich möchte Ihnen heute den neuen Sticktisch der Firma W6 Wertarbeit vorstellen. Wir haben jetzt eine ganz neue Stickeinheit, die wir auch an alle unsere elektronischen Maschinen anbauen können, mit Ausnahme der W6 N2000. Dort geht das nicht. Dieser Sticktisch hat jetzt eine Rahmengröße von 20 x 13 cm. Das Bild darf also 20 cm hoch sein und 13 cm breit. Dies kann in eins durchgestickt werden. Selbstverständlich wird wieder die Schablone mitgeliefert. Sie bekommen auch wieder den Stickfuß mitgeliefert. Und jetzt gibt es was Interessantes, auch einen Adapter. Dieser neue Sticktisch passt nicht nur an die neue W6 N8000, er passt auch an diese Modelle, an die W6 N6000, an die W6 N3300, die schon mit Nähfußandruck und dem entsprechenden Stecker ausgerüstet ist, und auch an die W6 N5000, natürlich auch mit Nähfußandruck und mit der Steckverbindung. An allen diesen vier Nähmaschinen kann dieser neue Sticktisch verwendet werden. So, meine Damen und Herren, damit Sie diesen neuen Sticktisch an die W6 N6000, 3300, wie gesagt, mit einstellbarem Nähfußandruck, oder 5000 mit einstellbarem Nähfußandruck auch bündig anbauen können, wird hier ein Adapter mitgeliefert. Dieser Adapter muss hier eingesetzt werden, weil der Freiarm der 8000 etwas anders gearbeitet ist. Sie sehen, Sie packen sich den hier so hin, so, und dann einmal drücken. Zack, ist er drin. Das war's. Jetzt nehmen Sie hier den Freiarm ab bei der Maschine, das haben Sie ja früher auch gemacht, und schieben den Sticktisch einfach dran. Natürlich vorher immer dran denken, Transporteur versinken. Das müssen Sie nachher nochmal machen. Reinschieben, den Stecker hier einstecken. Schauen Sie, das ist auch genau das Gleiche, ist auch die gleiche Steckverbindung. Einfach rein. Und jetzt haben Sie noch etwas Neues an dem großen Sticktisch. Wir können jetzt hier das Display nach rechts ausfahren, auch ein bisschen hochklappen. Und dann sehen wir, dass wir beide Displays untereinander haben. So haben wir dann die gesamte Kommandozentrale im Blick. Jetzt wollen wir die neue Stickeinheit an der W6 N8000 einmal befestigen. Dafür brauchen wir, wie gesagt, den Adapter nicht. Der wird mitgeliefert, kostet nichts, ist auch nur für die anderen Modelle. Den legen wir jetzt zur Seite. Als erstes bitte den Anschiebetisch entfernen von der Maschine. Sticktisch noch ein bisschen rüber. Anschiebetisch komplett weglegen, wird nicht benötigt. Dann versenken Sie bitte den Transporteur bei der Maschine, denn zum Sticken brauchen Sie keinen Transporteur. Und wir müssen natürlich den mit der Stickeinheit mitgelieferten Stickfuß anbauen. Wir wechseln das aus, Schraube gelöst, und dann bauen wir hier entsprechend jetzt den, so, noch ein bisschen abschrauben. Schauen Sie, ich hoffe, Sie können das so noch sehen. Einfach dranhängen von unten, so, zack, und die Schraube wieder rein. Dann haben Sie Ihren Stickfuß befestigt. Wie gesagt, der wird mit der Stickeinheit dann zusammengeliefert. So, wir haben den Transporteur versenkt, wir haben den Stickfuß dran. Bitte die Stickeinheit hier richtig dran schieben. Die rastet auch ein, die kriegt man jetzt nicht weg. Wenn man jetzt zieht, dann ist die richtig fest. Da muss man hier unten, ist ein Teil, ich drehe das nochmal um, ich zeige das noch einmal. Hier unten, wenn man sie wieder abmachen will, ist hier entsprechend der Hebel zum Ausrasten. So, meine Damen und Herren, jetzt müssen wir die Stickeinheit noch mit der Maschine verbinden. Dafür haben wir diesen Stecker an der Stickeinheit. Hier oben ist entsprechend ein Pfeil drauf, das bedeutet oben. Den stecken wir jetzt hier in die Maschine rein. Einmal gucken, wo es ist. Da sehen Sie den Stecker nach oben und zack, jetzt ist er drin. Pfeil ist oben drauf. Maschine einschalten. Jetzt wird oben das Display geht an und natürlich auch unten. Das obere Display sagt jetzt nur noch was über die Fadenspannung aus, weil alles andere stellen Sie hier unten, und das können Sie auch schön nach rechts rüberziehen, auf diesem Display der Stickeinheit ein. Ja? Hier haben Sie eine Fadenspannung von 0,5, das ist soweit in Ordnung. Das ist das Symbol, dass die Maschine sticken möchte. Sollten Sie die Spannung mal verstellt haben, kann man hier über die Default-Taste das einfach auch wieder zurückmachen. Wenn Sie auf 0,4 gehen, sehen Sie, ist das weiß. Ich gehe wieder zurück, habe ich wieder die Grundeinstellung. Mehr ist hier oben, wie gesagt, nicht mehr zu machen. Der Rest läuft alles hier unten über dieses Display ab. Wir werden jetzt hier gefragt, haben wir denn auch den Transporteur versenkt? Ja, nein. Ja, wir haben das gemacht. Bevor wir den Tisch angeschoben haben, haben wir den Transporteur versenkt. Also können wir ganz sicher Ja drücken. Die Maschine sagt jetzt, jawohl, ist in Ordnung. Sie möchte jetzt den Stickarm, wo der Rahmen angebracht wird, bewegen. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass hier in der näheren Umgebung nichts liegt, wo das dran hängen bleiben könnte. Wenn das nicht der Fall ist, sagen Sie einfach Ja. So, er bewegt sich, geht in die Ausgangsposition und fertig. Jetzt bekomme ich etwas angeboten. Ich habe hier fertige Motive drin. In dieser Stickeinheit sind schon 150 Motive vorgespeichert. Wenn ich mehr haben möchte, habe ich die Möglichkeit, über einen USB-Stick im DST-Format diese Stickeinheit zu füttern. Dieser USB-Stick wird hier von vorne eingeführt. Des Weiteren haben wir hier auch Schriften drin. Wir haben vier verschiedene Schriften in der Maschine. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, über USB-Stick, wie gesagt, die Bilder im Format DST nachzuladen. Da kann man sie entweder über die Software machen oder man kann sie auch welche im Internet kaufen. Das kommt ganz drauf an. Wichtig ist Format DST, und wir haben ja jetzt die Rahmengröße nochmal zeigen.
20 cm mal 13 cm, hier 20, dort 13. Wir können insgesamt 35.000 Stiche pro Bild verarbeiten. Das ist Maximum. So viel können Sie der Maschine zumuten. So, nun fangen wir mal an. Wie funktioniert das denn jetzt? Wir sagen einfach, wir möchten gerne ein Bild haben. Wir nehmen jetzt mal die Nummer 16. Ich habe das hier auch mal gezeigt in der Betriebsanleitung. Haben Sie ja dann die Vorschau der Bilder. Wir möchten jetzt gerne hier unten die Nummer 16 machen. Auf der 16 sehen Sie, hier steht Nummer 16 und hier sind in der Reihenfolge die Farben aufgelistet, wie Sie die einlegen sollen, damit es anschließend auch so aussieht. Selbstverständlich kann man die Farben auch ändern. Die Maschine ist ja farbenblind, die sieht das nicht. Also wir haben hier mit der 1 fangen wir an, hier blättert man runter. Es geht jetzt bis zur 6, jetzt gehen wir bis zur 12 und da unten ist 016. Einfach draufdrücken, das Bild wird übernommen. Wir sehen, es ist 10,2 cm breit, das Bild ist 14,2 cm hoch. Das bekommen wir angezeigt und wir haben jetzt hier auch eine Vorschau. Das ist auch besser gegenüber der alten Stickeinheit, weil wir bei der alten immer nur einen Rahmen gezeigt bekommen haben. Jetzt wollen wir dieses Bild einstellen. Dazu müssen wir OK drücken. Das ist oben rechts. Hier einfach OK drücken. Das Bild wird eingestellt. Jetzt wird es wieder interessant, weil das ja relativ groß war, wählt die Maschine von vornherein den kleinstmöglichen Rahmen. Na gut, wenn ich ein Bild mit 11 cm habe, brauche ich schon mal den Rahmen 20 x 13. Der kleine Rahmen 10x10 ist optional erhältlich, ist übrigens genau der gleiche wie bei der alten Stickeinheit und der weitere noch kleinere Rahmen 5x4 cm ist ebenfalls optional erhältlich, ist auch der gleiche wie gesagt bei unserer alten Stickeinheit. Hier haben wir keine Unterschiede in der Aufhängung gemacht, sodass Sie irgendwie alles neu kaufen müssen, falls Sie schon Material davon haben. Das heißt, wir haben also drei Rahmen, es gibt 5x4, es gibt 10x10 und 13x20. 13x20 ist im Lieferumfang enthalten. Wir sagen jetzt, okay, es geht ja nicht anders, weil das Motiv eben so groß ist. Jetzt fragt die Maschine Sie hinten bitte vorne. Das heißt nicht, wo Sie das Bild platzieren sollen, sondern das heißt ganz einfach, wenn ein Farbwechsel ansteht, wo soll die Maschine stehen bleiben? Man könnte jetzt sagen hinten, dann bekommt man den Rahmen nach ganz vorne geschoben und kann anschließend schön die Spannfäden wegschneiden. Ist eine Möglichkeit. Wir entscheiden uns einfach mal für Mitte. Das ist Geschmackssache, je nachdem, wie Sie es gerne haben möchten. Dann drücken wir hier OK. So, jetzt rechnet die Maschine kurz und hat das Bild übernommen. Das Bild ist hier platziert im Rahmen 13x20. Jetzt möchte ich aber noch mehr haben. Ich will noch mal zeigen, wie das später aussehen soll. Wir haben das hier mal einmal. Ich lege uns das mal hier hin, dass wir da mal was zu sehen bekommen. Dieses Bild jetzt, so ist es fertig gestickt, haben wir jetzt hier in der Mitte platziert. Jetzt sagen wir hier oben, möchte ich Bin eben haben und darunter möchte ich Garten haben. Ich kann jetzt mit dieser Stickeinheit bis zu drei Bilder kombinieren. Das kann auch sein, dass ich ein Bild nehme und zwei Schriftzüge. Das ist egal. Ich kann auch drei Schriftzüge kombinieren. Ich könnte auch hier schreiben Bin im Garten. Das ist egal. Ich kann, wie gesagt, drei Sachen miteinander kombinieren. Wir haben uns hier entschieden, ein Bild zu machen und, wie gesagt, zwei Schriftzüge dazu zu schreiben. Wie komme ich dahin? Ich nehme hier den Rückwärtsgang wieder. Dann komme ich wieder in die Auswahl. Ich sehe hier oben ein kleines Symbol. Das bedeutet, wir haben hier drei Klammern. Eine Klammer, zwei Klammern, drei Klammern. In der Klammer ist schon was drin. Das heißt, das erste Motiv ist bereits geladen. Hier ist ein kleiner Strich in der Klammer. Das heißt, diese Klammer bearbeiten wir jetzt. Das ist das zweite Motiv. Da wollen wir Bin im schreiben. Und das ist so ein bisschen gebogen. Wir können also mit dieser Maschine auch die Schrift biegen. Machen wir. Wir gehen da mal rein. Wir schreiben ein B. Jetzt brauchen wir I. Immer weiter blättern, bis die kleinen Buchstaben kommen. Noch weiter, noch weiter. B, I und N. Das ist verkehrt. Sie sehen, wir haben hier ein P drin. Das ist aber nicht schlimm. Wir können hier über die Löschentaste da hingehen und sagen, wir machen das nochmal. Weiter zurück, weiter zurück. So, vor, 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 bis wir das I haben. I. Jetzt brauchen wir das N. Jetzt brauchen wir eine Leertaste, also weitergehen. Es gibt ja auch Sonderzeichen. Und da gibt es auch einen Leerschritt. Das heißt, diese Stickerin hat sogar zwei Leerschritte, einen großen und einen kleinen. Wir können uns jetzt ruhig für den Kleinen entscheiden. Und jetzt brauchen wir im. Es geht wieder rückwärts, bis wir das I haben. So, I. Und jetzt brauchen wir ein M. Im. Fertig. Bin im. Und dazwischen ein Leerschritt. Jetzt sagen wir OK. Wir kommen in den Bearbeitungsbildschirm. Hier steht jetzt Farbwechsel. Wenn ich jetzt Schrift habe, wenn ich auf Farbwechsel drücken würde, ist das unterlegt. Das bedeutet, dass nach jedem Buchstaben die Maschine stehen bleibt und Sie jeden Buchstaben dann in einer eigenen Farbe sticken könnten, wenn Sie das denn möchten. Haben wir jetzt hier nicht gemacht, muss nicht sein, also nehmen wir das Farbwechsel wieder raus. Wir sagen, jawohl, ist in Ordnung, wir wollen eben einfarbig sticken. Wir brauchen den Rahmen 13x20, ist richtig, sonst bekommen wir es nicht unter, weil das erste Motiv eh schon größer war. Die Maschine fragt wieder, wo soll ich stehen bleiben zum Farbwechsel, hinten, Mitte, vorne. Sagen Sie Mitte, ist in Ordnung. Jetzt rechnet die Maschine und setzt uns das rein. Sie hat uns das jetzt erstmal in die Mitte gesetzt. Das heißt, wir müssen das jetzt mal nach ganz oben schieben. Hier unten haben wir die Möglichkeit, auf dieser Taste können wir die Sachen entweder spiegeln, wir können horizontal spiegeln, wir können vertikal spiegeln.
Wir können die Abstände zwischen den Buchstaben verändern und wir können auch hier, weil es ja Schrift ist, wenn wir später mal was ansetzen, wenn wir länger als 20 cm schreiben, kann man Schrift auch ansetzen, da kann man dann zum Startpunkt gehen. Für uns ist aber erstmal wichtig, dass wir dieses nach oben bekommen. Also wandern wir hoch, den Finger drauf lassen, dann läuft sie auch schneller und ich sehe jetzt auch im Bildschirm, es bewegt sich vor, der Rahmen bewegt sich parallel mit. So, da bin ich. Jetzt finde ich das schon mal schön. Wir sind oben. Jawohl, ich gehe aus diesem Bearbeitungsbildschirm wieder raus. Ich brauche jetzt eine andere Größe. Hier haben Sie, sehen Sie, ein kleines A und ein großes A. Wir drücken da einmal drauf. Wir haben zurzeit eine Schrifthöhe von 10 mm. Wir wollen aber 2,8 cm haben. Also drücken wir so lange auf Plus, bis wir hier 28 sehen. Nicht? Also entweder 28 mm oder 2,8 cm, je nachdem, wie man es sehen will. 28, jawohl. Jetzt wollen wir das Ganze aber noch biegen. Nicht? Jetzt ist die Schrift ja noch gerade. Müssen wir aus diesem Bildschirm wieder rausgehen. Hier habe ich die Möglichkeit, etwas zu drehen. Die Stickeinheit kann die Motive in 1 Grad Schritten, in 5 Grad Schritten oder auch in 45 Grad Schritten drehen. Das können Sie auch sehen, wenn Sie hier drauf gehen. In der Mitte ist zurzeit 0 Grad, ist gerade. Wenn ich jetzt hier drauf gehen würde, würde das Ganze 5 Grad nach rechts verschoben. Ich kann das auch wieder rückgängig machen, drücke ich wieder drauf. Hier sehen Sie jetzt hier 5, drücke ich wieder drauf, habe ich wieder die 0, alles ist gerade. Aber ich will ja einen Bogen haben. Also habe ich hier unten, sehen Sie, ARC im Bogen, draufdrücken. Hier oben kann ich sehen, ich kann es nach oben biegen, ich kann es auch nach unten biegen. Wir wollen das nach oben gebogene haben, also drücken wir da drauf. Und jetzt gibt es hier zwei Möglichkeiten, was wir mit Plus und Minus einstellen können. Zum einen erstmal, wie groß der Abstand sein soll. Ich kann es also größer machen, die Abstände zwischen den Buchstaben. Und ich kann hier natürlich auch den Radius verändern. Jetzt nehme ich mir mal meinen Radius vor und sage nicht 5 mm, 7, 8, 9, 10 wollen wir schon haben. Dann sagen wir okay. Dann gehen wir nochmal da drauf und sagen, ja, wir wollen vielleicht auch ein bisschen 106, ne? Wir haben ja bis 13 Platz, machen wir mal 110. Dann sagen wir auch okay und jetzt schiebe ich mir das nach ganz oben, damit das nicht in das andere reinstickt. Also ich gehe hier wieder raus, ich gehe hier nochmal raus, weil ich muss ja hier wieder zum Verschieben. Und hier mit dieser Taste kann ich es eben nach ganz oben in die Ecke schieben. Jetzt sind wir oben. So. Jetzt sagen wir, wir brauchen ja noch Garten. Wir gehen wieder zurück, wir gehen noch einmal zurück. Jetzt sagt die Maschine, ich bewege mich, das darf sie auch gerne tun. Und wir gehen hier wieder rein und sagen, wir wollen Garten schreiben. A, B, C, D, G. Jetzt brauchen wir ein A, ein kleines. Weiter noch ein bisschen. Jetzt brauchen wir ein R, das ist schön weit hinten. T. Und ein E. Und ein N. So, dann sagen wir wieder, okay, wir übernehmen das in den Bearbeitungsbildschirm. Farbwechsel wollen wir nicht, wir wollen ja wieder einfarbig sticken. Wir sagen nochmal in Ordnung, wir sind mit der Rahmengröße 13×20 einverstanden. Wir wollen, dass die Maschine beim Farbwechsel in der Mitte stehen bleibt, ist ebenfalls in Ordnung. Die Maschine rechnet eben kurz und dort haben wir es. Es ist wieder mittig abgelegt worden. Wir können jetzt erstmal sagen, wir müssen die Größe anpassen. Wir hatten ja oben 2,8 cm, das wollen wir unten auch. Wie sieht das aus, wenn wir zwei unterschiedliche Schriftgrößen haben? Wir stellen das jetzt einfach mal auf die 28 ein. Dann sagen wir wieder okay. Und nun müssen wir es verschieben. Wir schieben es einfach nach ganz unten. Finger drauf lassen und es fährt nach ganz, ganz unten. So. Wir sind unten angekommen. Wir sehen jetzt hier, um das untere Motiv ist ein Rahmen. Das bedeutet, dass das das Motiv ist, was jetzt bearbeitet wird. Das kann ich hiermit verändern. Hier sieht man, dass ich diese anderen Motive ebenfalls noch irgendwie bewegen kann oder auch verändern kann, wenn ich das möchte. Jetzt zum Beispiel habe ich einmal drauf gedrückt, dann sagt die Maschine, ja, sie bewegt sich natürlich erst einmal. Sie hat jetzt den Rahmen um das Motiv in der Mitte gelegt, hier rum. Ne? Das sieht man jetzt, ist hier rum der Rahmen. Und dann könnte ich das hiermit eben bearbeiten. Ich könnte es in die Mülltonne stecken, ich kann es speichern, ich kann mir auch eine Vorschau angucken, wollen wir mal machen. Wo haben wir es denn? Da kommt die Gesamtvorschau. Hier sehe ich, naja, ist ein bisschen eng. Wir kommen da so ein bisschen rein. Nicht? Wenn ich mir das angucke, jetzt können wir mal nach unten gucken. In der Mitte dürfte eigentlich nichts passieren. Und wie sieht es unten aus? Ja, unten passt es. Nicht? Da sehe ich hier unten, der Garten rutscht nicht in das Motiv, aber oben ist ein bisschen knapp. Also, wie mache ich das? Ich muss das BIM, muss ich ja irgendwie bearbeiten. Ich drücke nochmal hier drauf, dann bewegt sich wieder der Rahmen. Das heißt, mein Kasten, der anzeigt, was bearbeitet wird, ist jetzt um das BIM. Jetzt gehe ich da nochmal rein und sage, naja gut, dann haben wir das vielleicht hier, wir haben das ja gebogen, aber das war ja dann doch vielleicht ein bisschen viel. Dann müssen wir das mal ein bisschen zurücknehmen. Und hier machen wir das auch wieder so ein bisschen. Wir machen mal nur 5 mm. Und dann sagen wir, okay. Jetzt sagen wir wieder okay. Bevor wir jetzt sticken, kontrollieren wir wieder, geht das? Nicht, dass wir das ineinander sticken. Jetzt ist es immer noch da drauf. Warum? Wir haben es ja nicht hochgeschoben. Wir haben ja den Radius rausgenommen, dadurch wird es kleiner. Also noch einmal zurück. Wir haben ja jetzt ein bisschen mehr Platz nach oben. Wir müssen es auch nach oben schieben, sonst funktioniert es nicht. Ne? Bis oben hin. Jawohl, zurück.
dann gehen wir wieder her und sagen, wir wollen das jetzt einmal sehen. Da ist es, jetzt passt es. Sehen Sie, genau passend draufgesetzt bin eben auf die Blumen. Das ist kein Problem. Vorher war das richtig zusammengeschoben. Und das kann ich mir jetzt in Ruhe ausholen. Ich könnte es jetzt noch ein bisschen kleiner machen, wenn ich das möchte. Und Sie sagen, Mensch, aber da geht es noch so ein ganz bisschen rein. Und das ist eben der Grund, dass man sich das auch vorher angucken kann. Ich gehen wir oben mal ein bisschen runter, machen wir mal eine 25, sagen wir mal okay. Und dann sagen Sie, schieben es noch ein Stückchen höher. So, das sind dann die 5 mm gewesen. Dann gehen wir hier wieder raus. Wir sagen, wir wollen es uns noch einmal anschauen. So, und jetzt wollen wir es aber sehen, dass wir es, jetzt haben wir es richtig gemacht. Sehen Sie, jetzt passt es genau. Gar kein Problem. Dieses Bild wollen wir jetzt sticken. Wir sagen, okay. Nee, Entschuldigung, wir gehen da wieder raus. Wir gehen jetzt hier, hier brauchen wir eigentlich weiter nichts mehr zu machen. Sagen Sie einfach, das Bild ist so in Ordnung. Die Maschine sagt, ja, mach mal den Fuß runter. Und dann fange ich an zu sticken. Sie fängt mit dem Bild an zu sticken, was zuletzt umrandet war. So, meine Damen und Herren, jetzt müssen wir unseren Rahmen vorbereiten, den Rahmen aufdrehen. Ganz wichtig beim Sticken, niemals versuchen, ohne Vlies zu sticken. Wir haben 3 Sorten von Vlies. Eins, was besonders empfehlenswert ist, ist dieses Klebevlies. Bei diesem Klebevlies haben Sie das so, dass wir dieses Vlies gleich einspannen werden. Wir ziehen die obere Schicht ab und können anschließend unter Material draufkleben. Das können Sie auch machen, wenn das Material gar nicht so groß ist wie der Rahmen. Des Weiteren haben wir wasserlösliches Stickvlies. Das ist etwas, was nicht unten drunter gelegt wird, sondern was man oben drüber legt. Das ist bei Frotti zum Beispiel, damit die Antennen nicht rauskommen. Ich will das hier mal zeigen. Hier haben wir ja sowas mal vorbereitet. Da sieht man hier W6, was sonst. Wenn wir das nicht gemacht hätten, würden hier überall diese vom Frotti, sag ich mal, diese Antennen würden überall rausgucken und die Stickerei sähe wirklich unsauber aus. Das wird oben drüber gelegt, dann wird das gestickt und weil das wasserlöslich ist, bei der ersten Wäsche ist es weg. Die nächste Möglichkeit, die wir noch haben, ist normales Stickvlies. Wenn Sie richtig stabilen Stoff haben, können Sie das zusammen mit dem zu bestickenden Stoff einspannen. Aber wie gesagt, das Beste, was Sie machen können und was auch am einfachsten ist, auch vom Platzieren her, ist natürlich, wenn ich das hier mit den Klebevlies machen. Die Schraube schön aufdrehen, dass wir hier ein bisschen Luft haben. Das Stickvlies oben drauf und dann spannen Sie das erstmal ein. Jetzt ist es auch gar nicht wichtig, ob das ganz genau richtig sitzt. So, rein damit. Wenn ich das richtig reingedrückt habe, nochmal kontrollieren an den Ecken, dass der Rahmen richtig fest reingedrückt ist und dann muss ich das hier natürlich zuschrauben. So, ordentlich fest zuschrauben, dann nochmal kontrollieren. Haben wir es? Jawohl, so, jetzt ritze ich das ein, hier in der Mitte, einmal so. Und nun müssen wir mal gucken, dass wir das hier erwischen, da ist es. Und dann kann ich diese obere Schicht abziehen. Das ist ja hier nur die Schutzfolie, die brauche ich ja nicht, sonst würde es ja die ganze Zeit kleben. Ne? So, das macht man jetzt ab. Ja, wenn man das gut gemacht hat, geht es auch mal ein bisschen großflächiger. So, weg damit, brauchen wir nicht mehr. Und jetzt haben wir nämlich den ganz großen Vorteil, das, was wir besticken wollen, ja, dann können Sie auch ganz abmachen, dann ist das ja auch noch weg, das kann ich jetzt hier platzieren. Jetzt kann ich mir das hier drauflegen. Und wenn mir das so nicht gefällt, kann ich es immer noch mal hochheben und woanders hinlegen. Schön glatt draufstreichen. So, schauen Sie mal, das ist richtig schön fest. Bitte ohne Falten. So macht man das. Fertig. Es wäre auch gegangen, wir hätten das hier abgezogen. Das erst aufgeklebt und dann eingespannt. Aber speziell auch bei Stretch ist das so hier eine super Sache. Und wie gesagt, es ist einfacher vom Platzieren. Hier ist jetzt unser Rahmen. Können Sie auch noch mal probieren. Wenn Sie ein bisschen drunter hauen, muss ich wie eine Trommel anhören. Und muss ich von oben auch wie eine Trommel anhören. Jetzt wollen wir unseren Rahmen anbauen. Jetzt stellen wir fest, wir haben noch gar keinen Faden in der Maschine. Also, die Klappe öffnen für den Unterfaden. Wir haben hier einen Unterfaden. Legen Sie die linke Hand. An der linken Hand muss wieder der Faden runterhängen. Es ist ein spezieller Stickunterfaden, den Sie auch bei uns bekommen können. Der ist etwas dünner als normales Garn. Von oben einlegen. Und dann hier rumziehen, ne? So wie wir das immer gezeigt haben, festhalten, ziehen, richtig schön stramm ziehen und dann rumlegen und hier an der Seite abschneiden. Fertig, damit der Faden noch richtig schön in die Fadenspannung reinrutscht. Jetzt müssen wir oben natürlich auch einen Faden einfädeln. Zunächst erst einmal Nadelstopp unten, Nadelstopp oben drücken, dann steht die Nadel in der richtigen Position. Wir gehen hier oben her und sagen, jawohl, die Garnrolle drauf. Ganz wichtig hier beim Sticken ist, dass Sie den Garnrollenstopper ganz fest da drauf drücken. Hier darf keine Luft zwischen sein, sonst wickelt sich der Faden darum. Nach unten ganz nochmal nach hinten drücken. Sie haben eben gesehen, hier dadurch ergibt sich hier nochmal Luft, ne? Ganz nach hinten drücken, fest. So, festhalten den Faden mit der rechten Hand und mit links fädeln wir ein. Wie wir das gewohnt sind, unten rum, oben rum, dann kommen Sie runter. Jetzt müssen wir Sie hier vor der Nadel noch reinmachen und wie gesagt den Einfädler unten einhängen, in den Einfädler rein, oben abschneiden und dann einmal wieder draufdrücken und fertig. Jetzt haben Sie hier hinten die Schlaufe einmal rausziehen, nach hinten legen, fertig. Oben ist die Maschine eingefädelt, unten ist sie eingefädelt. Bitte nochmal gucken, dass der wirklich fest dran sitzt. Jetzt nehmen wir unseren Rahmen. Unseren Rahmen schieben wir jetzt hier einmal unter durch. Und hier an der Seite, können Sie sehen, sind 2 Zapfen. Der Rahmen hat die passenden Löcher dazu, dahin rein, fest. Wenn Sie ihn loshaben wollen, hier oben drücken, ist der Rahmen ab und so wird er befestigt. Auch fertig. So, jetzt sehen wir hier unten noch.
was wir haben. Sollen wir ein bisschen umklappen, mal was zu sehen kriegen. Wir sind beim Anfang. Wir machen jetzt einfach nur noch den Fuß runter. Hier ist ja noch rot, also den Füßchen runter. Dann wird das grün und wir starten einmal die Maschine. Wir wollen mal kurz ansticken. Dann bitte anhalten. Sie sehen, dass hier der Faden jetzt liegt. Der würde jetzt falsch eingestickt. Das heißt, diesen Faden jetzt einfach einmal abschneiden. So, und dann kann es losgehen. Dann geben Sie Gas und die Maschine läuft. Hier sehen Sie die Gesamtstichzahl. Es sind 1378 Stiche. Und dementsprechend kann es dann losgehen. Und hier unten, wenn die Maschine mal stehen bleiben sollte, können Sie hier mit Plus und Minus natürlich die vier Schritte, die sie weiterläuft, bevor sie das merkt, auch wieder zurückgehen. Meine Damen und Herren, Sie sehen, das B ist jetzt gleich fertig, dann geht es gleich weiter zum I. Da wollen wir eben noch mal mit anfangen und dann wollen wir mal einen Fadenriss simulieren. Die Maschine stickt so vor sich hin. Jetzt schauen wir mal hier oben, da kommt der Faden rum und den schneiden wir jetzt einfach mal ab. Und jetzt merken wir gleich, noch kann sie und dann meckert sie. Hier unten wird jetzt der Fehler angezeigt, ein Ausrufungszeichen Maschinenfehler. Hier ist auch Garnrolle durchgeschnitten, das heißt in diesem Fall haben wir es durchgeschnitten, normalerweise abgerissen oder Rolle alle. Das heißt hier oben beim Einfehlen haben wir ein Problem. Was müssen wir machen? Zunächst mal müssen wir okay sagen, dass wir das verstanden haben. Dann müssen wir natürlich neu einfädeln. Einmal Nadelstopp unten, einmal Nadelstopp oben, das Ganze nach oben. So, nun wollen wir mal einmal neu einfädeln. Wo ist er denn? Komm, du musst da wieder rein, richtig ranschieben, festhalten. Und das Ganze nochmal. Unten rum, oben rum, zack. So, hier hinter. Dann kommt der Einfädler. Hier oben abschneiden und bums, eingefädelt. Also einfädeln war kein Problem. Wenn wir jetzt weitermachen würden, dann hätten wir, ich will das mal mit der Schere zeigen, dann würden uns hier diese Stiche, die hier sind eins, zwei, dreimal die Hin- und Herstiche, also sechs Stiche im Prinzip, die uns dann fehlen würden. Wir hätten dann ein Loch im I. Wollen wir nicht. Was machen wir? Wir gehen ein Stückchen zurück. Wir nehmen die Minustaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sicherheitshalber machen Sie ein bisschen mehr. 8, 9, 10. Doppelt gestickt ist besser als ein Loch haben. Es zeigt wieder rot an, weil das Füßchen noch oben ist. Nähfuß absenken und Gas geben. Die Maschine fängt an zu sticken. Bitte kurz wieder anhalten, damit man das nachher nicht so sieht. Schneiden wir das hier unten dann nur einmal ab. So, na, komm her. Haben wir. Und dann weitermachen. Und Sie werden hinterher sehen, dort sehen Sie nichts. So, meine Damen und Herren, hier im Bildschirm sehen Sie mal, was gerade bearbeitet wird. Von dem Bin im haben wir das N. Das N ist unterstrichen, das bedeutet, dass wir zurzeit gerade das N sticken. Danach kommt der Leerschritt und dann kommt Im. Das werden Sie immer sehen, was wir wirklich machen. So, zum Schluss schneidet die Maschine automatisch ab und zeigt Ihnen an, das erste Drittel ist fertig, weil wir konnten ja drei verschiedene Motive speichern. Das erste ist fertig, dann sagen Sie, jawohl, fertig, ist in Ordnung. Jetzt geht's weiter. Füßchen hoch. Wir müssen hier wieder raus. Wir sagen ja. Momentchen warten. Und jetzt müssen wir das nächste anwählen. Was wollen wir als nächstes sticken? Sticken wir doch mal Garten. Wir drücken einmal drauf, okay. Die Maschine fährt nach ganz unten. Das Garten ist umrandet, das heißt, Garten wird jetzt gestickt, auch in Ordnung. Die Maschine sagt, jawohl, mach alles runter, ich mach das. Und jetzt steht hier Garten. Wir haben 1929 Stiche. Wir haben sechs Buchstaben, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Garten. Und wir sind bei der ersten Farbe, bei G geht es los. Füßchen, rund, hier ist jetzt wieder rot. Ne? Wir machen das Füßchen runter, dann wird es grün und dann geben Sie Gas. Und wie gesagt, wenn sie angestickt hat, kleinen Moment warten, dann halten Sie an und schneiden bitte diesen ganz langen Spannfaden einmal weg, ne? Den wir jetzt von hier oben bis unten haben. Den müssen wir dann einmal wegschneiden. So, zack. Und weiter geht's. So, wir liegen jetzt in den letzten Zügen. Die Maschine schneidet den Faden am Ende auch ab. Wir bekommen das Fertigsignal. Das heißt jetzt, das zweite Drittel ist fertig. Wir sagen, jawohl, das ist in Ordnung. Dann machen Sie den Nähfuß hoch. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir aus diesem Bild wieder rauskommen. Wir wollen ja das nächste machen. Hier ist der Rückwärtsgang. Wenn Sie jetzt okay sagen, passiert nichts. Hier gehen Sie raus, hier gehen Sie raus, zack. Jetzt sagt die Maschine, jawohl. Ich bin damit einverstanden und jetzt bietet sie Ihnen wieder Ihr Gesamtbild an, was wir ja vorhin alle mühsam einprogrammiert haben. Und jetzt sehen Sie, hier unten ist dieses untere, das ist jetzt zurzeit umrahmt. Wenn ich jetzt einfach okay sagen würde, würde ich den Garten nochmal sticken. Will ich ja gar nicht. Das Bin-In habe ich, das Garten habe ich. Ich möchte ja das in der Mitte sticken. Und mit dieser Taste, wo hier die Blume und das Haus abgebildet ist, da drücken Sie einmal drauf. Und dann wandert jetzt der Bearbeitungsmodus weiter. Und wenn ich jetzt ja sage, der Rahmen geht gleich in Position.
dann sehen Sie, jawohl, jetzt ist in der Mitte diese Blume umrahmt. Das bedeutet, dass wir die jetzt als nächstes sticken. Wir bestätigen dies mit Ja. Die Maschine geht dann in Position, dort, wo sie das nächste Motiv dann sticken möchte, das mittlere. Und jetzt sagen wir, jawohl, in Ordnung. Wir sollen jetzt den Nähfuß runter machen und dann können wir starten. Sie sehen hier 11.415 Stiche für das gesamte Motiv. Wir brauchen 27 Minuten. Wir haben die erste Farbe von 12 und wir haben 3 Minuten noch. Und wir sind jetzt bei Farbe 1. Also, die jetzige Farbe dauert 3 Minuten. Füßchen runter, haben wir schon und auf geht's.